So, und dann hatte die AfD noch Parteitag in Dresden. Und entstanden ist dort ein Wahlprogramm, das in seiner Radikalität sogar die Parteiführung überrascht hat. EU-Austritt steht da zum Beispiel drin. War so nicht geplant, steht da jetzt. Man ist für eine neue Wehrpflicht, aber, und jetzt kommt's, gegen die Maskenpflicht in der Corona-Krise. Wir halten im Übrigen auch den Inzidenzwert für manipulierbar. Durch die Ausweitung oder durch Einschränkung der Tests lässt sich der Inzidenzwert eben auch hoch oder runterfahren. Ich frage mich, warum Sie das Wort Manipulation benutzen. Wenn mehr getestet wird und man mehr Fälle findet, dann ist das doch näher an der Wahrheit dran. Ach, dann nehmen Sie einfach Korrelation. Und dann noch eins. Jetzt bitte fragen Sie nicht, was eine Korrelation ist. Ja, und so klingt alles weiter, wenn sie gut gelaunt ist. Das neue Wahlprogramm der AfD, zu radikal oder einfach nur besonders radikale Kunst? Herzlich willkommen zu Am Wochenende stellte die umstrittene Autorengruppe AfD in Dresden ihr neues Werk vor. Der Titel Deutschland, aber normal, offensichtlich eine Hommage an den großen deutschen Humoristen Tom Gerhardt, wirft bereits Fragen auf. Was meinen wir damit? Genau, was ist normal? Normal, liebe Freunde, ist es, morgens aufzustehen. Ja, morgens aufstehen oder wie es literarische Vorgänger formulierten, Deutschland erwache. Und damit sind wir schon beim Inhalt der Geschichte. Es geht um eine Reise, aber nicht an einen anderen Ort, sondern in eine andere Zeit. Eine Zeit mit Grenzzäunen, Wehrpflicht und Atomkraftwerken. Zurück zur D-Mark, raus aus der EU. Warum das alles? Weil die EU sterben muss, wenn Deutschland leben will. Solch martialische Sprache findet man immer wieder. Ich zitiere, die Tugenden des Soldaten sind Ehre, Treue, Kameradschaft und Tapferkeit. Soldatinnen bleiben unerwähnt. Sie stehen wohl nur an der Gulaschkanone. An anderer Stelle wird das Recht auf Waffen gefordert, sogar auf Englisch. The right to bear firearms. Wer besonders gefährdet ist, der sollte sich selber schützen können. Sie haben richtig gehört. Bewaffnete Bürger. Und den Autoren ist durchaus klar, dass man sich hier auf problematischem Terrain bewegt. Es gibt aber ein Problem, das wir immer nach zwei verlorenen Weltkriegen sehen müssen. Zwei verlorene Weltkriege und nur ein Problem. Ist doch ein guter Schnitt. Ghostwriter dieses Programmromans ist übrigens ein gewisser Bernd Höcke, der hier hemmungslos seinen Hang zu abstrusen Ideen auslebt. Wir sind eine gewachsene Nation, genau wie Japan. Mehr Japan wagen! Eine kafkaeske Dystopie. Deutschland als Inselstaat. Bei weiter steigendem Meeresspiegel durchaus denkbar. Als Kritiker sollte man der Autorengruppe aber zugutehalten, dass es gar nicht so einfach ist, im Kollektiv zu schreiben. Bitte dieses Ist durch Hat ersetzen. Sie brauchen mir das nicht geben. Da ist ein Rechtschreibfehler drin. Schaden schreibt man mit einem A. Außer es ist ein sehr großer Schaden. Bei all dem Durcheinander bewahrten Einzelne zum Glück doch den Überblick. Das passiert, wenn man einen riesigen Text abstimmt, der gar nicht an der Tafel steht. Keiner hat das gelesen. Wir haben nicht gewusst, worüber wir abgestimmt haben. Und spätestens, wenn ein Storch die Stimme der Vernunft ist, kann man sich sicher sein. Normal ist das nicht. Guten Abend.